Kollege Obermeier muss heute leider ausfallen, also lasse ich mir etwas einfallen. Herzlich willkommen zu den News mit Jules. Ende 2017 soll ja die leistungsstarke Microsoft-Konsole Scorpio auf den Markt kommen und die soll neben 4K-Inhalten auch VR-Inhalte bieten und, so bestätigt Microsoft nun in einem Blogpost, auch AR-Inhalte, also Augmented Reality. Microsoft hatte ja derzeit die sogenannte HoloLens in der Entwicklung, um die geht es aber gar nicht zwingend. Stattdessen wird man AR auf der Xbox voraussichtlich auch mit Drittherstellerbrillen erleben können. Die bedienen sich dann bei der Rechenleistung der Konsole und sind dafür deutlich günstiger als die hauseigene HoloLens. Und zwar sollen die nur so 299 € kosten. Die Drittherstellerbrillen werden aller Voraussicht nach dann auch mit Windows 10 PC nutzbar sein. Schon jetzt sind ja viele Apps im Microsoft Store ebenfalls mit der Xbox nutzbar. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. Zwei der zunächst 4 geplanten neuen Helden für das Actionspiel For Honor sind nun geleakt, das zumindest, wenn man diesen Screenshots hier Glauben schenkt. Da sehen wir einmal den römischen Centurion, der mit einer dicken Rüstung und einer leider auf dem Screenshot nicht erkennbaren Waffe in die Schlacht zieht und zum anderen den Ninja, der 2 gefährliche Sichelwaffen trägt. Man ging ja bisher davon aus, dass der Centurion sich auf die Seite der Ritter und der Ninja sich auf die Seite der Samurai schlagen wird. Hier sieht man jetzt aber, dass im Heldenauswahlmenü eine neue 4. Zeile aufgetaucht ist, in der dann die DLC-Helden drinstehen. Die Zeilen mit Beschreibung und Heldentyp scheinen noch nicht final ausgearbeitet zu sein. Hier sehen wir zumindest das etwas ominöse Wort Scrub Mode. Ob der Screenshot wirklich echt ist, das lässt sich jetzt noch nicht final sagen, aber er würde zumindest konform gehen mit dem, was wir bisher über die neuen Helden gehört haben. Es sind neue Screenshots aus Mittelerde Schatten des Krieges geleakt und diese deuten auf ein sehr interessantes neues Gameplay-Element hin. Und zwar sehen wir dort Talion, wie er auf einem Drachen durch die Lüfte reitet. Die Screenshots sind Leaks aus einem zweiten Trailer, der in den nächsten Wochen wohl erscheinen soll. Und daher könnte es sich natürlich dabei auch um reine Cutscenes handeln. Was aber schade wäre, weil mit so einem Drachen durch die Luft fliegen, Luftkämpfe oder einfach eine schnelle Reisemöglichkeit haben, das wäre natürlich wahnsinnig cool. Ob das jetzt mit der Tolkien-Lore natürlich so einhergeht, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich freue mich jedenfalls trotzdem drauf und ihr solltet das auch tun. Das war's für heute mit den News. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt aber ab ins Bett. Bis zum nächsten Mal, euer Jules.